Hallo meine Lieben, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um den Monat Juli. Was wird passieren? Was kommt in dein Leben? Was sollst du jetzt erfahren, was in dein Leben treten wird? Schau einfach, ob du mit dieser Legung, mit den Aussagen in dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es kann sein, dass hier und da es natürlich Abweichungen gibt, vielleicht stimmt aber auch alles zu 100%, ja, das ist hier eine allgemeine Legung und deswegen ist alles möglich. Ansonsten bist du nicht umsonst hier, du hast diese Legung nicht umsonst gefunden, beziehungsweise du wurdest zu dieser Legung geführt. Das ist alles nicht einfach nur so, sondern das hat hier einen Sinn und zwar, du sollst hier etwas erfahren. Etwas Wichtiges wird dir hier mitgeteilt werden und zwar bezieht sich das Ganze auf den Monat Juli. Ich fange jetzt einfach mal an, die Karten zu mischen. Wow, die Karten sind redselig heute. Zuerst werde ich natürlich diese betrachten. Die 4 der Stäbe, die 7 der Schwerter und das Ass der Münzen. Ja, sieht ganz gut aus. Für den Monat. Also zumindest wirst du im Monat Juli auf jeden Fall dich gut fühlen und auch mit anderen Menschen dich gut fühlen. Du kannst mit anderen sehr gut. Du findest leicht Zugang zu Menschen, vielleicht dir schon bekannten Menschen, können aber auch neue Menschen in dein Leben kommen. Mann, Frau, egal. Ja, das können Freundschaften sein, das können Bekanntschaften sein. Vielleicht auch mal einfach mal mit einem Fremden oder einer Fremden einfach mal, ja, so nett plaudern, würde ich sagen. Sowas ist auch im Monat Juli drin hier. Aber ich habe hier auch eine feste Verbindung zu jemandem, ein festes Band, ein Bündnis, könnte man auch sehen, ein Bündnis mit jemandem wirst du im Monat Juli entweder ganz stark zu spüren bekommen oder knüpfen. Also ein Bündnis, ja, ein Bündnis eingehen, genau, ein Bündnis eingehen und verbunden sein, diese Verbindung habe ich auch hier so spüren, ja, ganz, ganz doll. Und das wird zu einem ganz bestimmten Menschen sein, kann liebestechnisch sein, ja, kann in Bezug auf die romantische Liebe sein, kann aber auch hier familiär sein oder vielleicht freundschaftlich, ja. Also diese Karte, ich habe hier auch so die Karten, die sagen das nicht direkt für einen speziellen Bereich an, sondern das ist, ja, könnte in jedem Bereich des Lebens sein, sogar beruflich, habe ich auch. Eine Verbindung mit einem besonderen Menschen, ja, für dich. Ein Bündnis eingehen mit einem besonderen Menschen. Oder das kann sein, dass dieses Bündnis schon bereits besteht, aber das wird irgendwie fester. Oder das wird sich jetzt entwickeln, ja. Das wird jetzt stark zum Tragen kommen. Du wirst es stark spüren, stark wahrnehmen. Ansonsten habe ich hier sowas wie, ja, andere Menschen empfangen, die Menschen empfangen dich irgendwie nett zu jemanden, ja, netter Besuch, ja, nett sein zu anderen Menschen, ja, ist auch hier sowas. Und was habe ich denn noch hier? Ja, jemand kommt zu Besuch, du kommst zum Beispiel, du gehst jemanden besuchen, mehrere Menschen, ich habe 4 der Stäbe, ja, das könnte auch eine Personengruppe sein, so eine kleine, wie gesagt, Familie, Freunde, du bist willkommen, andere sind bei dir im Leben willkommen, du bist offen, das ist auch hier so einfach offen sein, freundlich, gut gelaunt, wohlgestimmt, ja. Obwohl ich hier auch die 7 der Schwerter habe, aber trotzdem, diese
Diese Zeit wirst du auch erleben können und das wird dich stärken und das wird dich auch befeuern. Das wird auch Spannung und so Spaß in dein Leben bringen, einfach sich mit anderen auszutauschen. Und wie gesagt, es könnte sogar, vielleicht sogar eine neue Freundschaft drin sein, ja. Und ja, die 7 der Schwerter, das ist hier sowas wie in diesem Monat, also im Monat Juli, wirst du irgendwie mit Unehrlichkeit konfrontiert werden. Ja, muss ich sagen. Ja, mit Unehrlichkeit. Das muss nicht unbedingt jemand sein, dem du vertraust, der sehr nahe dir steht, muss nicht sein, kann aber. Kann auch ein fremder Mensch sein oder jemand, mit dem du kaum Kontakt hast. Aber irgendwie merkst du, dass diese Person unehrlich ist. Ja, das sollst du jetzt wissen. Da sollst du vielleicht ein bisschen drauf achten, diesen Menschen vielleicht nicht zu wohlgesonnen sein, beziehungsweise nicht zu offen sein, nicht alles erzählen dieser Person. Wenn du merkst, ah, da stimmt irgendetwas nicht, egal wer das ist, erzähl diesen Menschen nicht alles. Ja. Und es könnte aber auch so sein, dass du dich aus dem Staub machen wirst. Ja, das habe ich auch so hier in den Karten. Könnte sein, wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung. In irgendeiner speziellen Angelegenheit wirst du sagen, nee, Leute, tschüss, nicht mit mir, ja, also so nicht, da gehe ich einfach, da mache ich mich einfach aus dem Staub, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich möchte nicht da irgendwie reingezogen werden, ich möchte meine Ruhe haben, meine schönen Momente genießen und nicht in irgendwelche komischen, verzwickten Geschichten reingezogen werden. Das kannst du ruhig tun, ja, das kannst du ruhig machen. Ich habe auch hier sowas wie, ein Gespräch ist nicht ehrlich. Ein Gespräch verläuft nicht ehrlich. Jemand wird dir bei einem Gespräch nicht die volle Wahrheit sagen. Vielleicht sogar, es gibt ja verschiedene Abstufungen, diese Person könnte dir etwas verschweigen. Obwohl du sagst, bitte erzähl mir alles. Sie wird etwas verschweigen. Diese Person könnte auch nur die halbe Wahrheit erzählen, beziehungsweise könnte sogar lügen. Ja, muss ich hier sagen. Also das wird nicht für jeden ja, sein, diese Botschaft, aber es gibt hier so Abstufungen. Da ist irgendjemand, der irgendwie so ein bisschen komisch ist. So könnte man das auch sagen. Ja? Also mit dieser Person musst du nicht unbedingt dicke Freunde sein oder dass dieser Mensch ständig in deinem Leben ist. Du kannst dich auch ein bisschen von diesem Menschen distanzieren und entfernen. Ja, wenn du merkst, da ist irgendetwas im Busch. Ja? Und ja, hier das Ass der Münzen. Also eine schöne Chance. Eine sehr angenehme, schöne Chance wartet auf dich. Vielleicht eine Chance, so, das sind so eine Anfänge, das ist der erste Schritt, ein bisschen Geld zu machen, ja, weil ich habe hier die Münzen. Also, das könnte eine Chance sein, ein bisschen mehr im Portemonnaie dann im Endeffekt zu haben. Muss unbedingt nicht sein. Das kann auch eine Chance sein, beruflich, dass du dort siehst, dass es so Entwicklungspotenzial gibt. Wie gesagt, das sind die ersten Schritte. Du wirst etwas erkennen, etwas sehen. Aha, es könnte etwas Großes werden. Es könnte etwas Schönes werden. Aber das ist erst der Anfang. Der Anfang kann aber gemacht werden und dann geht es natürlich auch weiter. Aber im Monat Juli, da nimmt das Ganze seinen Lauf, beziehungsweise kann, wenn du möchtest. Es ist eine Chance. Es ist eine Möglichkeit, wenn du möchtest, du kannst, du musst nicht, ja. Und es könnte auch sowas sein wie, wenn ich diese Schritte mache, wenn ich das hier irgendwie in Angriff nehme, dann wird sich dann das später gut für mich entwickeln. Das wird sich auszahlen für mich, aber erst später. Erwarte hier nicht, dass alles sofort auf einmal kommt, weil das ist wirklich das Ass und das ist erst der Anfang. Könnte auch ein Jobangebot sein oder ein Angebot, wo du dem trauen kannst, aber es gibt ein Aber, ja, das ist ein Angebot. Dieses Angebot kannst du dir anschauen. Du kannst auch damit irgendwie so ein bisschen hin und her, also ein bisschen dir angucken, probieren, genau. Du kannst so ein bisschen probieren, aber pass auf, da könnte
kleiner Haken bei dieser Sache sein, aber ein ganz kleiner. Ja, wenn du das merkst, wenn du damit einverstanden bist, okay, aber wenn du merkst, nee, das geht nicht, auch wenn das so mini ist, nein, ich möchte das nicht, also musst du das auch nicht annehmen, musst, aber du kannst dir diese Chance hier mal anschauen. So, ja. Aber wie gesagt, erwarte nicht sofort alles auf einmal, denn das kommt so peu à peu langsam. Das ist eine etwas langsamere Entwicklung. Aber hier sieht man, hier sind so Eier, ja, im Nest. Und die sind da, ja. Und irgendwann werden die Küken schlüpfen, aber halt nicht im Monat Juli, erst später. Was haben wir denn hier in der oberen Reihe? Der König der Schwerter. Okay. Der Wagen. Die Acht der Kelche. Und der Page der Stäbe. Oh, interessant. Interessante Entwicklung. Entweder ist es für dich, wenn du der König der Schwerter bist, egal ob Mann oder Frau, König der Schwerter, das könntest du sein, kann aber auch eine Person sein, die sehr wichtig sein wird für dich im Monat Juli. Kann sein, dass diese Person neu reinkommt, dass du diesen Menschen kennenlernen wirst. Wie gesagt, hier eine neue Freundschaft, sogar vielleicht eine neue Liebe, sehe ich hier. Es ist möglich, so ein Anfang, weil ich habe hier den Pagen der Stäbe. Das könnte so Beginn sein von einer neuen Liebe. Kann aber auch sein, dass du diesen Menschen schon kennst. Und diese Person ist in deinem Leben, aber sie wird halt sehr, sehr wichtig werden, präsent im Monat Juli. Und ja, der König der Schwerter. Ach ja, ein großer Denker, eine große Denkerin bist du, wenn du der König der Schwerter bist. Weil das ist so eine verstärkte Königin der Schwerter. Ja, vielleicht hast du auch innerlich dein Herz ein bisschen zugemacht. Also wenn du das sein sollst, dann hast du vielleicht so ein bisschen dein Herz zugemacht, bist momentan nicht so zugänglich für Liebe, für Gefühle, du blockst es ab, du möchtest eher alles rational sehen momentan, ja. Das ist jetzt für den Monat Juli, so wie du da bist. Das muss nicht unbedingt sein, dass du die ganze Zeit König der Schwerter bist, repräsentiert wirst durch diese Karte, sondern es kann auch nur für diesen Zeitraum gelten. Und ja, Abstand nehmen. Vielleicht nimmst du einfach Abstand vom Gefühl. Oder du nimmst Abstand zu irgendeiner ganz bestimmten Situation in deinem Leben, aber es wird trotzdem losgehen mit dem Wagen, ja? Also vielleicht in eine andere Richtung habe ich hier, ja? Nicht vielleicht, sondern höchstwahrscheinlich in eine andere Richtung. Also du könntest dich von einer ganz bestimmten Situation verabschieden, beziehungsweise Abstand nehmen, paar Schritte zurückgehen, und dafür gehst du in eine andere Richtung. Dafür kommt etwas anderes in dein Leben, weil die eine Tür schließt sich und die andere geht auf. So ist das. Und es könnte aber auch hier jemand sein, den du kennenlernen wirst, der frisch oder neu in dein Leben kommen wird oder auch nicht. Es könnte auch jemand sein, der irgendwo die ganze Zeit rumschwirrt, aber diese Person wird sehr wichtig werden im Monat Juli. Und für diesen Menschen gilt natürlich das Gleiche. Beziehungsweise es könnte jemand sein, der so selbstständig ist, eigenständig ist, eher seinen Freiraum braucht, Freidenker, Freidenkerin, jemand, der auch vielleicht ein bisschen so in sich gekehrt ist, eher denken als handeln. Handeln ist auch gut, aber zuerst muss ich nachdenken, vielleicht auch zu lange. Und es ist aber ein kluger Kopf, ja. Jemand, der sehr intelligent ist, aber manchmal sich selber im Weg steht. Jemand, der auch schon vieles im Leben erlebt hat, seine Schlachten gekämpft hat, hat aber immer noch das Schwert in der Hand, ja. Also ist immer noch bereit. Ist immer noch bereit, entweder abzuwehren oder auch zur Not sich einzusetzen, zu kämpfen, wenn das zwingend
worum man kämpfen möchte, es auch wert ist. So habe ich das hier im Kartenbild. Und natürlich, also das könnte zum Beispiel, diese Person könnte einfach König der Schwerter sein, symbolisiert durch diese Karte oder nur für diesen Monat. Und ich habe hier auch die Schwerter. Das ist natürlich Luftelement. Also wenn du dich da irgendwie so ein bisschen orientieren möchtest daran, ja, ich habe ein Luftelement hier. Also wie gesagt, jemand Neues, jemand Altes oder vielleicht bist du das, ja. Und ja, es geht los. Auf jeden Fall geht es los. Der Wagen rollt. Ja, der Wagen fängt an zu rollen und es ist keine Spazierfahrt, sage ich hier gleich, sondern das ist hier schon ziemlich schnelles Tempo. Man ist sehr schnell unterwegs. Vielleicht rollt es ganz langsam an, aber auf einmal geht es dann los und du musst dich festhalten. Ja, in Bezug auf diese Geschichte, diese Angelegenheit mit diesen Menschen. Oder wie gesagt, du kannst es auch sein. Und ja, du bist unterwegs. Du machst vielleicht eine Reise. Kann auch hier so sein, dass du im Monat Juli eine Reise machen wirst, verreisen oder sehr viel vielleicht mit irgendwelchen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Auto, Zug, Fahrrad, Motorrad, kann alles sein, ja, vielleicht sogar ein Schiff und einfach unterwegs sein. Ich habe das hier auch so, auch unabhängig jetzt von diesem König der Schwerter, dass du wirst Hummeln im Hintern haben, ja, so könnte man das sagen. Du wirst einfach so ein bisschen unstet sein. Du möchtest auch, du willst auch und du wirst es auch tun, ja. So ein bisschen hier und da schauen. Vielleicht kann ich hier was machen, vielleicht kann ich da was machen. Was kann ich machen? Ich will was machen. Ich mache das jetzt so auch ja energetisch geladen und zwar auch gleich gleich nach vorne gehen, gleich das einfach erledigen. Ich habe hier für dich sowas wie nicht aufschieben. Nicht aufschieben. Du wirst wenig aufschieben. Wenn du überhaupt was aufschiebst, ja, dann wird es wenig sein. Einfach alles schnell erledigen wollen und es auch können. So. Und dann habe ich für dich hier mit dem König der Schwerter, oder wenn du das bist natürlich, dann ist es dein neuer Weg, ja. Ein neuer Weg. Und dafür aber muss man sich von irgendetwas verabschieden. Irgendetwas lässt man zurück. Vielleicht Gott sei Dank hat man das zurückgelassen, weil es hat einem so oder so nicht mehr gut getan. Oder hat sich einfach abgenutzt. Kann auch so sein, ja. Diese ganze Situation, Angelegenheit, das hat einfach nichts mehr gebracht. Oder man hat es auch auslaufen lassen. Oder du wirst es einfach auslaufen lassen. Oder es kann auch hier sein, so einfach Cut machen. Ich habe hier beides. Und dieser neue Weg, ja, Bedenken hast du schon. Also entweder mit dieser Person oder du selber hast Bedenken. Wird dieser Weg denn gut für mich sein? Und da kann ich dir hier sagen, das sieht man sehr schön hier. Dass du hier nicht alleine unterwegs bist. Du hast hier einen Hasen und ein Schmetterling. Und diese kleinen Wesen führen dich auf diesem neuen Weg mit dieser Person oder halt alleine. Ja, und hier gehst du über eine Brücke. Aber ja gut, die ist schmal. Also das symbolisiert hier so ein bisschen dieses, naja, wird es gut gehen? Wird es ein guter Weg für mich werden? Werde ich dann nicht irgendwie Gefahren ausgesetzt sein. Das Wasser ist aber ruhig in dem Bach, also keine Gefahr. Und du kannst dich auch an Zeichen orientieren. Dir werden Zeichen gegeben werden. Du könntest zum Beispiel das Ganze auch mit einem Freund machen, einer Freundin machen. Jemand steht dir irgendwie zur Seite, auf irgendeine Art und Weise. Und dieser Weg wird sich einfach vor dir entfalten. So habe ich das. Du wirst nicht sehen sofort, ja, dahin geht es. Natürlich könntest du ein Ziel haben, na klar. Aber ich habe das hier so, dass sich der Weg langsam so entfaltet, als würde man so einen Teppich ausrollen. Du siehst noch nicht alles, was da noch kommt, was für ein Muster da auf diesem Teppich kommt, ja? Sondern du siehst erstmal so kleine Stücke und dann erst ergibt sich das ganze Bild, wenn du schon weiter unterwegs bist. Aber trotzdem, ich habe das hier so, du gehst diesen Weg, weil er ist vielversprechend.
Dieser Weg verspricht sehr viel. Und der Page der Stäbe, das ist eine sehr, eine, ja, ein Angebot. Ein sehr spannendes, ein überraschendes, ein interessantes Angebot für dich auf diesem Weg. Das ist mit diesem Weg irgendwie verbunden. Und es warten irgendwelche Überraschungen auf dich. Sowas sehe ich und Leidenschaft, Feuer, Spannung. Und dieses Angebot kommt von einem Menschen. Also ein Mensch wird dir das irgendwie ermöglichen oder dich darauf hinweisen und dir das zeigen. Kann hier der König der Schwerter sein, kann aber auch jemand anderes sein, ja, der noch dazu kommt. Wenn du unterwegs bist, dann bekommst du ein Angebot, natürlich. Wenn du das bist, dann bekommst du von jemand anderem dieses Angebot auf diesem Weg oder das könnte auch irgendwie so am Anfang des Weges sein, ja? Und du wirst sehen, wow, das ist echt eine spannende Geschichte, das ist eine spannende Sache, warum nicht? Und dieses Angebot, das ist auch etwas, was sich sehr schnell entwickeln wird. Also wie gesagt, das ist hier so total schnell unterwegs sein, dann irgendwie so ein bisschen langsamer werden und dann geht es wieder los mit sehr viel Power, mit sehr viel Leidenschaft. Das könnte auch so ein Angebot sein, was du so in der Form noch nicht hattest. So in der Form. Ja, das könnte so was Ähnliches sein wie früher vielleicht, aber doch anders und du wirst überrascht sein. Ich habe hier so was wie, jetzt endlich kann ich das Ganze durchziehen oder jetzt endlich kann ich mich verwirklichen. Also wenn du das bist, dann kannst du dich, du bekommst ein Angebot, dich zu verwirklichen in irgendeiner Form. Das muss nicht komplett sein, dass in deinem Leben komplett du dich verwirklichen kannst. Kann ein bestimmter Bereich sein, kann auch ganz klein sein, ja. Und ja, das ist etwas sehr Interessantes hier. Etwas Interessantes wird dir hier angeboten werden. Und könnte sein, dass dich das eventuell, einige von euch könnten ein bisschen verunsichert sein. Ja, könnte Verunsicherung ein bisschen dann sein. Aber no risk, no fun. So könnte man das hier sagen. Ja, ein kleines Risiko. Ich habe hier ein kleines Risiko ist dabei. Aber wie gesagt, der Fluss ist ruhig, ja? Und diese kleine Brücke wird dich tragen. Also, warum nicht etwas anderes Spannendes erleben können? Und das alles im Monat Juli. Und ich bin am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir warst, dass du dir diese Legung angeschaut hast. Wenn du magst, natürlich kannst du liken, du kannst meinen Kanal abonnieren, du kannst natürlich auch einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr freuen und bedanke mich an dieser Stelle für alle Kommentare, für alle Likes und für alle Abos. Vielen lieben Dank. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit, wunderschönen Monat Juli. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.